Wir sind wahnsinnig stolz und glücklich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Begrüßen Sie ihn mit uns. Hier ist Herbert Köfer. Das Sofa? Ich mache keine Umwege, ich gehe immer drauf zu. Ja, und wir auch haben ehrlich gesagt eben in der Pause gefragt, ob wir ihm da die Treppenstufen hochhelfen sollen. Ja. Und da kam ein ganz empörtes Nein. Ja, es nervt das, wenn man immer wegen seines Alters so eingeordnet wird? An die Hand genommen werden will. Ja, als ob man nicht mehr könnte? Ja, also ich weiß nicht, was da mit meinem Alter zu tun hat. Eigentlich alles hat mit meinem Alter zu tun. Das ganze Leben, ja. Ja, ne, so ist es. Ach, jetzt setzen wir uns erstmal. Genau. Dankeschön. Ich habe es ja gerade gesagt. Oh, da bist du so tief hier. Wir könnten auch anbieten, sich lang zu legen und dann wie beim Psychologen. Du meinst, ich gehe hier rüber? Nein. Geht das oder sollen wir ins Studio? Aber es geht alles. Ja, es geht alles. Ich füge mich immer. Genau. Nein. Ich habe ja gerade gesagt. Ja, so war das von meiner Geburt an. Meine Geburt ist ja etwas anders verlaufen. Ja. Die Hebamme hat immer gesagt, ich habe mit dem Hinterteil das Licht der Welt erblickt. Und ich habe gesagt, ich wollte der Welt damit zeigen, was ich von ihr denke. Trotzdem haben Sie der Welt so viel Lachen beschert. Ich wollte gerade, weil ich ja gesagt habe, Sie sind ja eigentlich gar kein Rentner, Sie fragen, wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Also sind Sie jemand, der morgens in den Frühsport startet? Ja, also in den meisten Fällen, wenn ich nichts zu tun habe, was selten vorkommt, dann schlafe ich auch aus. Ja. Ja, das ist ein bisschen so früh morgens um 7, das ist für mich noch nichts. Wenn ich drehen muss, dann ist das was anderes. Aber wenn nicht, dann, also meine Frau sitzt ja hier unten, die wird das bestätigen können. 11 Uhr wird es dann meistens schon. Oh ja. Gegönnt. Wahrscheinlich gehen Sie auch ja, nicht. Aber dann kommt ja eigentlich die Hauptarbeit für mich. Dann gehe ich ins Bad und das ist dann ein ganzer, möchte ich fast sagen, ein halber Tagesablauf. Warum? Bis ich dann damit fertig bin. Aber ich muss im Einzelnen nicht sagen, was ich da alles mache. Wenn meine Frau raufkommt, die kann das machen, aber die winkt auch schon ab. Die sagt, nee, das lasse ich lieber. Ja. Also und dann wird so gegen Mittag um 1 gefrühstückt. Das klingt sehr entspannt. Ja, das ist bei mir auch nicht anders. Wenn wir Zeit haben. Ich meine, es wäre bei mir auch nicht anders. Ja. Und dieses Frühstück ist wichtig, weil wir haben ja ein Kind, ein Hundekind. Das heißt, es ist langsam schon erwachsen geworden. Androklus. Und das ist eine englische Bulldogge. Oha. Und der wartet darauf, dass er von mir das Futter kriegt. Also das Futter, was es heißt. Und das ist das Problem, das einzige wahrscheinlich, was unsere Ehe etwas in Schwierigkeiten bringt manchmal. Weil ich bei Tisch sitze und den Hund mitfüttere. Oh. Und meine Frau ist da etwas härter, die sagt, der hat hier an unserem Tisch nichts zu suchen. Mhm. Und da er aber immer kommt, ne, da was werde soll man ich machen? Doch nicht Nein sagen können. Er hat so treue Augen, der Junge. Also der isst mit beim Frühstück um 1. Der isst mit. Ja. Das ist auch sein erstes Frühstück dann. Dann wird in den meisten Fällen, wenn ich jetzt ernsthaft rede, das Drehbuch genommen, wenn ich zu drehen habe.
oder wenn ich abends Veranstaltungen habe, ich mache ja viele Lesungen, dann nehme ich mir die dazugehörigen Manuskripte und arbeite ein bisschen, denn es ist natürlich in meinem Alter auch so alt, wie ich geworden bin. Mit dem Textlernen will ich nicht sagen, dass das schwieriger wird. Schwieriger wird bei mir immer nur das Behalten von Namen. Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben, so lange wie ich lebe, Namen behalten können. Wenn sich mir jemand vorgestellt hat, dann habe ich das 5 Minuten später, habe ich den Namen vergessen und habe mich, wenn wir uns dann eine Stunde später gesehen haben, bei ihm vorgestellt. Aber das ist genau so, das ist also nicht nur, sondern dieses Behalten. Es gibt dann natürlich manchmal den Eindruck, dass ich überhaupt nicht mehr behalte. Aber wenn ich dann abends auf der Bühne stehe, dann hat sich immer gezeigt, dass es noch klappt. Haben Sie eine, haben Sie eine Technik? Herr Köfer, haben Sie eine Technik früher auch schon gehabt, wie Sie Text lernen? Durch Laufen oder durch Sitzen und auf den Text starren und ihn immer wiederholen? Oder? Ja, ich habe das erste Mal versucht, weil mir, als ich noch nicht auf der Schauspielschule war und in der Schule das dritte Osterhäschen spielen sollte. Und da hatte ich 3 Sätze und da habe ich dann vorher gefragt, wie ich das machen kann. Und da hat mir jemand geantwortet, du nimmst das Buch, legst es unters Kopfkissen und dann legst du dich drauf und morgens kannst du es. Ja, ja. Und das habe ich dann später auch gemacht. Das hat nie geholfen. Aber es hat eigentlich immer noch so ein bisschen geklappt. Und dadurch, dass ich eine Frau habe, die mein Motor ist, die eigentlich alles für mich macht und natürlich auch fürs Lernen der Texte da ist, denn dann muss sie immer herhalten und muss die Partner Texte die Dialoge, sagen. Die anderen. Und das lernt sich dann am allerbesten, wenn man immer weiß, was der Partner zu sagen hat. Da ergibt sich dann manchmal die Frage durch eine bestimmte, durch ein bestimmtes Wort. Und also da hat sie mir immer sehr geholfen. Und also ja, ich sage toi, 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 es hat immer noch geklappt. Aber ich habe natürlich auch erlebt, dass ich auf der Bühne mal den Text vergessen hat. Das ist normal und das kann jeder Schauspieler von sich aus sagen, dass das mal passiert ist. Wir sind ja keine Maschinen. Nein. Und was ja auch ganz viele Schauspieler kennen, ist das Lampenfieber. Das ist ja etwas, wo ich denke, wer so erfahren ist wie Sie, der müsste mit links auf die Bühne springen. Wie ist das mit dem Lampenfieber? Kann man das irgendwann überwinden? Ich habe immer Lampenfieber gehabt. Und ich werde höchstwahrscheinlich bis in mein allerhöchstes Alter, wenn ich es noch erreiche, immer noch Lampenfieber haben. Und ich finde, so ein bisschen Lampenfieber gehört für einen Schauspieler. Das gehört dazu. Ja. Das ist für mich auch ein großes Thema, das Lampenfieber. Aber bei mir hört es auf, in dem Moment, wo ich die Bühne erreiche. Ist es Ihnen auch schon passiert, mittendrin noch mal so einen Anfall zu bekommen? Mir ist einmal passiert, und das war in einem Theater bei Victor de Cova, und da spielte ich, da war ich noch relativ jung, und eine Schauspielerin, eine sehr bekannte, die damals da spielte, in dem Theater, die Tribüne, und ich spielte da einen der ihrer Kinder und hatte ein furchtbares Lampenfieber und habe immer in der Premiere vor dem Auftritt draußen auf der Bühne, vor der Bühne gestanden und habe innerlich den Text durchgegangen. Und dann fiel mein Stichwort
auf der Bühne und ich bin raus und habe den Text gesagt, an der ich da draußen gerade war. Also einiges überschlagen. Die Schauspielerin hieß Körber, eine sehr bekannte Schauspielerin. Ja, Maria. Die hat ihren Text darauf vergessen, weil sie überhaupt nichts mehr machen konnte. Bis ich dann so weit war, dass die Soufflöse es geschafft hat, mir mitzuteilen, dass das, was ich da sage, falsch ist und dass ich dann noch mal ein bisschen 5, 6, 7 Texte zurückgehen müsste. Ich habe es dann gemacht und der Victor de Cova war ein wunderbarer Regisseur und er war auch ein Mensch und ein, der das verstanden hat. Also ich habe keine Strafzettel bekommen. Haben Sie eigentlich sowas wie ein Talisman? Also dass man irgendwie so denkt, mit dem Lampenfieber auf die Bühne gehen, dass Sie irgendwie immer, dass Sie über diese Jahrzehnte... Maskottchen. Irgendwas? Kennen Sie sowas? Ich habe das jetzt nicht ganz. Wenn Sie auf die Bühne gehen oder wenn Sie überhaupt... Lesungen, ob Sie etwas haben wie einen Talisman, ein Begleiter, ein Maskottchen oder ich etwas? Ich habe einen Talisman, ja. Einen Hühnergott, den ich gefunden habe am Strand von Ahrenshoop. Ja. Und den fasse ich dann manchmal an und sage, nun bringt er mir Glück. Ich habe über Sie was gelesen, was Sie gesagt haben sollen. Ich wollte anders sein, als ich bin, deshalb bin ich Schauspieler geworden. Das finde ich ja auch interessant und kann ich auch fast auf mich auch mitbeziehen. Ja, ich war so ein kleines Jüngelchen. Die anderen Jungs, die in der Klasse waren, waren alle kräftig und waren schon mit ganz jungem Alter wie männlich und von dieser Männlichkeit, von dieser Kraft wollte ich auch gerne etwas haben. Und weil ich ein paar Mal in irgendwelchen Filmen oder wann gesehen habe, wie auch junge Menschen aussehen können, die, wenn man sie nicht in dieser Rolle gesehen hat, sondern wenn sie abgeschminkt waren, dann habe ich gesagt, na, wenn die das können, dann kann ich das vielleicht auch. Und ich meine, das war es natürlich nicht, denn... Die Frage war eigentlich, wie ich Schauspieler zu werden. Genau. Also ich wollte, das ist es, dieses Anderssein, was allerdings dann nachher als Schauspieler gar nicht mehr so eine ungeheure Rolle gespielt hat. Denn als Schauspieler auf der Schauspielschule lernst du ganz andere Dinge. Und dann ist es egal, wie du aussiehst. Die Hauptsache ist, dass du begreifst, was du zu spielen hast, was du zu denken hast, was du den Menschen zu vermitteln hast. Und das habe ich dann, um vielleicht dieses Erste, ich habe das wirklich gesagt, dass ich anders werden wollte, aber das war nachher nicht der Augenblick, mit dem ich bewiesen habe, wie ich Schauspieler werden wollte. Ich habe einen Film gesehen in dieser Zeit. Niemandsland hieß der. Und die Hauptrolle spielte Ernst Busch. Mhm. Ein Schauspieler, den ich von dieser Zeit geliebt habe. Ich hatte damals als Jugendlicher, als Kind noch nicht geahnt, dass ich das Glück habe, mit ihm mal auf der Bühne stehen zu dürfen. Das hat sich dann ergeben, als ich am Deutschen Theater engagiert war. Und als ich diesen Film gesehen habe, habe ich gesagt, das möchte ich auch mal. Mhm. Und mit dieser Kraft, dieser Film spielte, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sagen darf, der spielte in einem, wie heißt das, diesen Krater, der gemacht wird, wenn da eine Granate, die ihn aufnimmt, so einem Granatrichter. Ja, ja, genau. Mit zwei Soldaten, einem Deutschen und einem Franzosen. Mhm. Und dieser Film war so ergreifend und so wichtig und er hat so viel ausgesagt. Und dieses Aussagen ging von diesen beiden Schauspielern aus. Und da habe ich gesagt,
Das möchte ich auch mal. Das habe ich nie erreicht. Och, wir haben aber doch auch nicht nur die heiteren Rollen gespielt. Sie haben doch auch durchaus die ernsteren auch verkörpert. Ja, Sie meinen jetzt, welche Rollen ich... Wolf unter Wölfen waren da doch dabei. Ja, natürlich. Ich habe angefangen, habe ich ja mit Klassikern, nicht? Habe Braut von Messina gespielt und Iphigenie, also ich habe all das ja gemacht. Die ganz klassische, genau. Als ich meine, ich habe, man muss ja zuerst mal sagen, wie das angefangen hat. Ja, wollte ich denn gerade wenn fragen. Ich heute daran denke, das war 1940 im September. Das heißt, Sie waren 19 also schon Jahre. Im Krieg. September 1940 habe ich meinen ersten Theatervertrag unterschrieben. Da waren Sie 19, oder? Bitte? Da waren Sie 19 Jahre alt, oder? Da war ich noch nicht mal ganz 19 Jahre. Ich bin ja von der Schauspielschule direkt dort in dieses kleine Theater nach Brieg in Schlesien gekommen und habe immer große Rollen dort gespielt und in den meisten Fällen Klassiker. Wenn ich so zurückdenke, das ist ja mein Schicksal. Ich meine, ich bin so alt geworden und wenn man als junger Mensch oder als mitteljunger Mensch Fragen beantworten soll, dann geht es immer noch relativ gut. Aber wenn ein Alter nicht deshalb, weil er so alt geworden Nein, weil ist, so viel ist, sondern weil er sich so weit zurückdrehen muss. Und zwar sind das in einem Monat 78 Jahre, die ich als Auf Schauspieler arbeite. Unglaublich, wirklich unglaublich. Ich habe ja daraufhin vor einigen Monaten so ein großes Papierstück gekriegt, auf dem drauf stand, ältester Schauspieler der Welt. Ältester aktiver Schauspieler der Welt. Ja. Und da möchte ich jetzt eigentlich sagen, jetzt habe ich noch einige Verpflichtungen daraufhin. Da kann ich so schnell nicht aufhören. Und nee. Darum stimmt dieses Wort, Rentner haben niemals Zeit. Und damit... Wir wissen eben auch, dass Sie für nächstes Jahr auch schon für hier abgeschlossen haben, fürs Gleisforum. Ne? Naja, Sie haben vor allen Dingen, Sie wissen schon, wo Sie an Ihrem nächsten Geburtstag sind. Geburtstag ist das ja immer so. In den letzten Jahren war es so, dass ich meinen Geburtstag immer auf der Bühne gefeiert habe. Im vorigen Jahr, da war ich in Familie, in einer kleinen Gruppe der Familie zusammen. Und dann hat man mich eingeladen, als ich in einer Veranstaltung bei den Oderhäsen war. Ja, bei den Oderhähne. Die Oderhäsen ist so gut. Nicht die Osterhäschen, sondern die Oderhähne. Genau. Und da waren Sie zu Gast an Ihrem Geburtstag, ja. Oder? Bei den Oderhähnen. Und ich habe da eine Lesung gemacht. Ja. Und hinterher saßen wir zusammen. Und die haben sagten dann hinterher, wie wäre denn das? Der nächste Geburtstag, der wird hier bei uns gefeiert. Und da habe ich gesagt, das ist ein Wort. Und habe gesagt, ja, und nun werde ich im nächsten Jahr den Oderhähnen. Genau. Im Februar 2019. Ja. Während andere schon bei der Frage, was sie am nächsten Wochenende machen, nicht weiter wissen, kann Herbert Köfer uns mitteilen, dass er seinen 98. Geburtstag in Frankfurt-Oder feiern wird. Das ist zauberhaft. Mich würde noch mal interessieren, es gab ja von der Bühne dann den Schritt auch zum Fernsehen. Und Sie sind ja eng verbunden mit der Fernsehgeschichte der DDR. Können Sie sich noch daran erinnern, an diese erste Zeit? Ja, ich weiß nicht. Ich war am Deutschen Theater engagiert.
habe da, das war 1950, da begann ich da mein Engagement, habe einige schöne Rollen gespielt, keine großen. Der Intendant Langhoff sagte, die Entwicklung für einen jungen Schauspieler dauert bei mir. Und ich habe mich dort wohlgefühlt, habe vor allem in dem Theater und durch Langhoff furchtbar viel gelernt. Und dann kam jemand und sagte, ich komme von der Gruppe, die sich gerade zusammengesetzt hat und beschlossen hat, dass wir das Fernsehen in der DDR jetzt richtig eröffnen, dass wir es ausprobieren, starten, genau. Dass ja. wir und dazu brauchen wir erstmal Schauspieler, auch Schauspieler, die uns helfen. Mhm. Die Kamera ist da, wir haben einige Regisseure da und so haben sie mich gefragt, ob ich bereit wäre, fest zu diesem Fernsehfunk ja. zu gehen. Und ich weiß nicht, ob es Abenteuerlust war oder was. Ich habe dann den Intendanten Langhoff gefragt, ob er mich vom Engagement freigibt. Ich könnte zum Fernsehen gehen. Und darauf hat er gesagt, gerne nicht, aber ich gebe dich frei. Und darauf bin ich zum Fernsehen gegangen. Meine Kollegen vom Deutschen Theater haben sich kaputt gelacht. Die haben gesagt, der Herbert macht Fernsehen und kein Mensch sieht ihn. Ja, es ja gab, wie viele Geräte gab es ja, denn damals? Man muss sagen, es gab damals sehr wenige Geräte. Es gab zu dieser Zeit ja nur 10 Fernsehgeräte, die an verschiedenen Stellen ja. etabliert waren. Fernsehgeräte konnte man nicht kaufen. Und es gab einen Fernsehzuschauer, der uns abends immer angerufen hat. Wenn der eine der spielt, wenn wir irgendwie Sendungen hatten. Ich habe ja 1921 am 21. Dezember die erste Nachrichten gesprochen. 1952. Ja genau, Entschuldigung, 21. Dezember 52 war die erste Sendung. Das waren meine ersten Nachrichten mhm. gesprochen. Mhm. Und das habe ich ungefähr 8 Monate gemacht. Nach 8 Monaten kam der Intendant und sagte, wir haben jetzt richtige Nachrichtensprecher engagiert. Jetzt denn müssen Sie du Serie sprichst machen. Die Nachrichten nicht, du spielst sie. aber ich, das ist, darf ich mal ganz kurz zitieren? Aber wir haben uns trotzdem gefreut, obwohl die Kollegen mich immer so gehänselt haben mit dem, das sieht dich keiner. Aber ich bin stolz darauf, dieser eine Fernsehzuschauer, der aus Russland, als der damaligen Sowjetunion, sich ein Fernsehgerät mitgegeben hatte, dadurch konnte der unsere Sendungen sehen. Und der hat jeden Tag angerufen und er hat jeden Tag die Sendung gesehen. Und also hatten wir jeden Tag eine 100%ige Einschaltquote. Wunderbar. Und sagen Sie, der hat auch gesagt, wie er es fand. War das sozusagen auch eine Art Kritiker? Dieser Anrufer, der jeden Tag angerufen hat. Ich habe lange Kontakt mit dem. Das war ein Ingenieur. Ja. Der hatte mit der Kunst gar nichts zu tun. Haben Sie nicht Panik gekriegt, wenn der nicht angerufen hat? Aber hat der wirklich? Wenn der nicht angerufen hat, was war dann? Ja, wenn er nicht angerufen hat, dann wir hatten da 5 Fahrräder abgestellt. Und da sind 5 Mann gewesen. Da ist einer von denen zu dem hingefahren und hat gesagt, wir senden heute nicht. Das heißt, es gab einen direkten Austausch. Aber im Grunde genommen, das waren doch die ersten Schritte zu Ihrer Fernsehkarriere, über die Sie dann ja wirklich republikweit bekannt wurden, mit so Rentner haben niemals Zeit
oder? Ja, sicherlich. Es war eine schöne Zeit. Es war deshalb auch eine schöne Zeit, weil mir wunderschöne Rollen angeboten wurden. Und ich habe wunderbare Regisseure kennengelernt, von denen ich viel gelernt habe. Wolf unter Wölfen fiel gerade, Kasprig, mit dem ich hinterher noch zwei andere Filme gemacht habe. Das war nicht das Einzige. Die vielen Schwenke, die dann kamen, die allerdings dann für mich etwas Schwierigkeiten gab. Denn immer wenn ich, wir spielten immer sonnabends, wurden die Schwenke immer ausgestrahlt. Und wenn ich in der DEFA war und vom Mittagessen zurückkam und irgendwelche Regisseure traf, dann war das meistens so: Herbert, ich habe eine so schöne Rolle für dich, ne? Aber dich kann man ja nicht mehr nehmen, du machst ja da deine Schwenke. Also das war so, dass ich mit diesen Schwenken mir Schwierigkeiten machte. Und da gab es nur einen Regisseur, der sich dem widersetzt hat. Und das war Frank Beyer, der für den Film Nackt unter Wölfen, mit mir Probeaufnahmen gemacht hat für den Kluttich, diesen Lagerführer, dieses entsetzliche Schwein, das die Häftlinge da totgeprügelt hat. Und mit dieser Rolle habe ich natürlich einige Menschen umbestimmt, als die Premiere war, die dann gesagt haben, der kann doch noch was anderes. Und die anderen habe ich verloren damit, weil sie sagten: Herbert, warum machst du deine Schwenke nicht? Also so habe ich immer versucht, beides zu machen. Und das hat dann hinterher auch wieder geklappt. Das hat sehr gut geklappt, würde ich sagen. Das hat großartig geklappt. Ja, wir müssen leider... Die Zeit ist um, oder? Unsere Zeit ist um. Entschuldigung. Die Zeit für unser Gespräch ist leider verflogen. Die Zeit ist leider um. Wir haben so viel Zeit mitgebracht, aber sie ist um und wir müssen uns von Ihnen verabschieden. Aber wir haben ja gerade erfahren, Sie feiern hier Ihren nächsten Geburtstag und man kann zu dieser Lesung ja sicherlich auch kommen. Wenn die Frankfurter also mehr von Ihnen erleben müssen, müssen Sie nur fit bleiben. Möchten. Aber ich kam doch noch gar nicht dazu, richtig was zu erzählen. Wir haben ja nicht gefragt, wann Sie ins Bett gehen. Ich hab noch so viel drauf. Das glaube ich allemal. Wir haben ja nicht gefragt, wann Sie ins Bett gehen. Also wir sind noch eine Weile hier und wir können gerne nachher noch weiterreden. Ja. Aber leider. Also ich komme gerne wieder. Und das für mein Publikum sage ich, ich werde immer für euch da sein, so lange wie es geht. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Es war schön, dass Sie da waren. Danke schön. Mich auch. Herbert Köfer, meine Damen und Herren. Herbert Köfer. Hier wird auch. Unglaublich. Sie ist da. Sie ist da.